Wir haben hier in Machtrenk 8000 Kunden, die wir betreuen dürfen. Diese Zahl wird ständig mehr und das freut uns sehr, weil ständig mehr Kunden uns ihr Vertrauen schenken. Ein gesamtes Mutteraufkommen von 264 Millionen Euro aufgerundet ist hier in Machtrenk. Das heißt, das sind Einlagen, die Sie bei uns veranlagen, entweder als Giro- oder Spareinlagen beziehungsweise als vermittelte Einlagen in Form von Bauspar- oder Lebensversicherungseinlagen oder Wertpapiereinlagen. Sie sind der Bankstellenleiter der Raiffeisenbank hier in Machtrenk. Wie viele Leute beschäftigen Sie? Wir beschäftigen hier am Standort 13 Leute. Wie viele Frauen sind dabei? Davon sind 6 Frauen. 6 Frauen und wenn man das jetzt ein bisschen hinauszieht, Pensionisten sind ja jene Leute, die am ersten ihr Geld brauchen. Ich bin selber Pensionist und bei der Raiffeisenbank in Wels, mein Pensionskonto ist immer gefüllt am ersten. Warum schafft es die Raiffeisenbank so pünktlich, dass das Geld der Pensionisten wirklich am ersten da ist? Naja, wir haben perfekte Systeme, wo das Geld auch herüberwiesen wird, dass es auch auf den Konten drauf ist und wir sorgen natürlich an diesen neuralgischen Punkten, das ist der erste und das ist auch der 15., dass genügend Geld in den Kassen ist, weil wir ja wissen, dass viele zu diesem Zeitpunkt kommen und das Geld im Bar abheben und bei sich haben wollen. Herr Bürgermeister, 2B, Bank und Bürgermeister, wie verträgt sich das? Das verträgt sich sehr gut, also es ist immer eine gute Symbiose und ein gutes Bündnis, weil mit dem Bankwesen muss natürlich der Bürgermeister auch immer ein gutes Einverständnis haben und ja, darum bin ich auch immer sehr, sehr gerne am Leitgeabend, lassen sie immer was Gutes einfallen und ja, man pflegt seine Beziehung, da haben wir das dritte B, für ein gutes Bündnis. Sie sind Ansprechpartner für viele Raiffeisenkunden hier im Großraum Machtrenk, gehören zur Raiffeisenbank Wels. Die Raiffeisenbank Wels hat sich einmal heute präsentiert, ein großes Plus an den Zunahmezahlen der Privatkunden, aber auch der 4 Firmenkunden. Ist die Raiffeisenbank so quasi die Monte Carlo Bank für Wels und Umgebung? Naja, ich weiß nicht genau, was man unter Monte Carlo Bank verstehen soll in dem Zusammenhang, aber wir sind sicherlich die Bank für die Bevölkerung hier in Wels, in Machtrenk, in Bezirk Wels und Welsland. Und wir freuen uns natürlich, dass uns immer mehr Kundinnen und Kunden das Vertrauen schenken und ihre Bankverbindung bei uns begründen. Wir versuchen natürlich immer, dass wir konkurrenzfähige, gute Produkte für unsere Kundinnen und Kunden haben. Was aber bei uns, glaube ich, den Ausschlag gibt und den Unterschied macht, ist die persönliche Betreuung und dass wir auch vor Ort sind. Wir sind nicht irgendeine anonyme Internetbank, wo man nicht weiß, wo man sich hinwenden soll, wenn man mal was braucht, sondern wir sind vor Ort und wir stehen zur Verfügung. Viele Banken schließen hier auch in Oberösterreich. Sie haben sogar in kleineren Landgemeinden ihre Einzahlungsstätten mit Computer oder auch mit persönlichen Beratern noch weiter geöffnet. Wie sehen Sie das? Ist das ein Zugriff oder ist das eine Unterstützung für jene Leute, die sich nicht so leicht tun mit dem Internet oder mit dem E-Banking? Als Raiffeisenbank sind wir nicht nur eine Bank, sondern auch dem Genossenschaftsgedanken verpflichtet und wir sind den Leuten in der Region verbunden. Daher werden wir auch die Bankstellen aufrechterhalten, solange uns die Kunden auch haben möchten. Die Raiffeisenbank International ist sehr erfolgreich und die Russland-Tochter ist auch sehr erfolgreich. Es gibt halt nur die politischen Probleme, die da stehen. Also mal davon ganz abgesehen, wir sind als Raiffeisenbank Wels ja nicht an der RBI beteiligt und ganz egal, wie sich der Kurs dieser Aktie entwickelt, hat das keinen unmittelbaren Einfluss auf unser Bankgeschäft. Sie sitzen im Vorstand der Raiffeisenbank hier in Wels. Wenn man rundherum auch in Wels hört, ich sehe zum Beispiel ein Beispiel, ein prominenter Kunde von Ihnen ist auf Ihrem Werbeplakat mit dabei, ich war letztens etwas schockiert, ich war in Hamburg unterwegs vor einem großen Tunnel, da war ein Riesenstau und wie ich den Stau überquert habe, ist vorhin ein blauer Kran gestanden, der jene Firma, die auch das EWW dran leiten, das Kraftwerk finanziert oder gebaut hat, oder waren Sie auch mit dabei? Da war ich richtig stolz, dass ich eine halbe Stunde im Stau gestanden bin. Sind Sie stolz, dass Sie so prominente Kunden haben, wie zum Beispiel jenes Unternehmen mit den blauen Kränen, die sogar bis Hamburg und weltweit bis Griechenland bekannt ist?
Selbstverständlich sind wir stolz, solche Kunden zu unseren zu zählen, und das sind ja Kunden, die uns schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte das Vertrauen schenken. Und wir haben natürlich auch als Raiffeisenbank Wels das Glück, dass wir in einer Region tätig sind, wo sehr viele prosperierende, starke Familienbetriebe zu Hause sind. Das ist ein großer Vorteil natürlich auch für eine Bank, solche Betriebe vor Ort zu haben. Eine Bank wie Sie ist ja nicht nur darauf aus, um wirtschaftliche Erfolge zu erreichen mit Gebühren und Ähnlichem zum Quartalsabschluss. Aber wenn man so rundherum sieht, was Sie auch vorgetragen haben, es gibt auch karitative Unterstützungen, und vor allem der Sport steht für die Raiffeisenbank Wels quasi an erster Stelle. Ja, das ist ganz richtig. Natürlich sind wir als Bank darauf fokussiert, auch ertragreich zu sein. Anders kann eine Bank nicht überleben, das ist ganz wichtig. Aber unsere Erträge geben wir zu einem guten Teil natürlich auch in Sponsoringleistungen für karitative, für soziale, für Umweltbelange. Und da stehen natürlich die vielen Vereine in unserer Region und der Sport ganz, ganz oben. Die FMA scheint nicht Ihr großer Freund zu sein, was wir heute gehört haben. Aber es gibt ja trotzdem auch Vorschläge von Ihnen, wie man dieses Kreditsperraktionskonto quasi von der FMA durch die Raiffeisenbank Wels irgendwie abfedern könnte. Ja, also die FMA hat natürlich den Auftrag, die österreichischen Banken zu beaufsichtigen. Das ist auch gut so, weil wir wollen ja auch, dass es keine Probleme bei den Banken gibt, weil sonst hat ja das immer große Auswirkungen gleich auf die Volkswirtschaft, wenn da Milliardenbeträge auf dem Spiel stehen. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Aber was wir auch sagen, manche der Vorschriften sind überschießend, und gerade die Vorschrift jetzt zu den Wohnbaukrediten hätte es aus unserer Sicht nicht gebraucht. Was wünsche ich der Bankstellenleiter von Macht Renk für seine Kunden und für Macht Renk? Für meine Kunden wünsche ich mir, dass das Leben leistbar bleibt, weil wir doch bei vielen sehen, dass es knapp wird. Und für Macht Renk diesen erfolgreichen Weg, den wir jetzt gegangen sind, dass wir den weitergehen in den nächsten Jahren.